Wie haben Sie denn den Kriegsbeginn erlebt? Ich bin von Schlesien. Und zwar, unser Dorf hieß Greitnig, Kreisstadt Liegnitz, Bezirk Breslau. Und ich bin in Nachbardorf geboren und wir sind dann da nach Greitnig gezogen. Und dort waren wir, bis sie uns fortgejagt haben, auf das gesagt. Ne? Naja, und zu Kriegsbeginn, da war ich ein Schulkind. Ne? Da hat man das als Kind hat man das gar noch nicht so verstanden, wie das dann alles gekommen ist. Ne? 1931 also geboren, das heißt 1938 in die Schule gekommen. Im Jahr 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Und das heißt also, dass ich bis 1945, bis zu meinem 14. Lebensjahr, die Kriegszeit und all das, was damit zu tun hatte, doch stark in Erinnerung habe. Den Anfang des Kriegs, da war ich fast 10 Jahre alt. Bin also 1930 geboren. 39 also. Und wir waren da am Tag vor dem Kriegsbeginn, sind wir von Breitenbrunn nach Johann-Georgen-Stadt umgezogen. Also wusste, hat zwar mancher geahnt, dass bald Krieg sein wird, aber der Umzug war eben geplant und da sind wir umgezogen. Und ich weiß noch, die erste Nacht, als wir in Johann-Georgen-Stadt schliefen, mein Bruder und ich in dem Zimmer, in dem neuen Zimmer, da waren auf einmal Scheinwerfer durch unsere Fenster und da stand die Polizei vor unserem Haus. Da hatte sich mein Vater, der hatte unsere Familie in Breitenbrunn noch nicht abgemeldet. Und da haben die gedacht, weil da war Mobilmachung in der Nacht. Mobilmachung, das heißt also, dass die Wehrmacht bereitgestellt wurde für den Krieg. Und da wurde mein Vater so ein bisschen als Deserteur hingestellt, weil wir noch nicht abgemeldet waren und wir nicht in Breitenbrunn zu finden waren. Wurde dann mitgenommen mitsamt dem Auto, das wir hatten. Und es war also ein ziemlicher Schreck für uns, die erste Nacht im neuen Haus. Wie haben Sie denn generell die Kriegszeit erlebt? Ich erinnere mich noch ganz gut, als wir so die ersten Jahre, also 10. Lebensjahr, das war dann da zusammengerufen worden, also alle Jungs für sich, die Mädels für sich. Und die Jungs, diese Gruppe, die nannte sich also Jungvolk, nicht zu verwechseln mit der Hitlerjugend, die hatten also auch ihre eigenen, oder die das geleitet haben, Vorstellungen. Da war die Antwort dann meistens, du hast überhaupt nicht zu denken, du hast zu gehorchen. Wir Jungs hatten also braune Hemden, schwarzen Halstuch, Koppel mit Koppelschloss und auf dem Koppelschloss stand Blut und Ehre. Und es wurde genau schon, wie wir das also, oder wie ihr das seht in Filmen aus der Vergangenheit, ganz militärisch natürlich alles vorbereitet. Wir hatten sogenannte Dienste, 10 Jahre, also sonntags an der Schule, sich zu treffen und dann ging das also im Gleichschritt, Marsch. Wir wohnten in einem Ortsteil von Johann-Georgen-Stadt, in Wittigsthal. Und da, Wittigsthal hatte eine eigene kleine Poststelle und die wurde in unserem Schuppen eingerichtet. Weiß ich nur noch, dass oft die Frauen schon frühzeitig zur Post kamen und da hatte die Frau, die die Post leitete, die hatte eine kleine Bank dort an den Schuppen gestellt und dann saßen die und haben gewartet, bis die Post kam und haben gezittert, ob Post von ihren Männern oder Söhnen gekommen ist aus dem Krieg. Und ich weiß noch, dass manche dann ganz traurig immer weggingen, wenn nichts gekommen war. Und da kamen ja auch viele Nachrichten, dass sie tot waren. Ne? Und das habe ich auch als Kind, da habe ich immer gedacht, wenn die so traurig weggingen, das hat mir unendlich leid getan. Wir sind eigentlich noch vor viel Schlimmerem bewahrt geblieben. Erstens, dass wir als Familie immer zusammengeblieben sind.
Und dann war noch mein Typhus. In allen Familien war der Typhus, bis in unserer nicht. Hat meine Mutter mir gesagt, ihr Kinder geht noch nicht dorthin, wo Typhus ist. Wenn es bei uns losgeht, das wäre ja gar nicht auszudenken. Und Gott sei Lob und Dank, wir haben kein Typhus gekriegt. Wie sind Sie oder Ihre Familie denn nach Lösnitz gekommen? Ja, das ist ein langer Weg. Nur nach Osten, nur nach Westen gejagt, dreimal sind wir von zu Hause fort. Und das letzte Mal, das war der 29. Juli. Ich war zuvor bei in Kunitz im Nachbardorf bei einer polnischen Lehranstellung. Und die waren aber alle sehr nett zu mir. Die haben sogar zu mir gesagt, ich soll da bleiben. Immer mal nach deinem Haus gucken. Ich sagte, nee, nein, niemals. Wir sind als Familie immer zusammengeblieben. Und ich bleibe bei meiner Familie, ich mache mich fort. Und die da geblieben sind, die mussten die polnische Staatsbürgerschaft annehmen. Die durften nicht mehr Deutsch sprechen. Ich sagte, nein, nein, ich mache fort. Und da sind wir dann, habe ich meine Geschwister geholt. Und da ging es dann noch am nächsten Tag wirklich fort. Da sind wir erst nach Lignitz, da wurden alle durchsucht. Und dann ging es mit dem Zug per Viehwagen nach Dresden. In Forst sind wir über die Grenze und in Dresden waren wir 14 Tage zur Quarantäne. Dann waren wir noch 8 Tage in Rittweida in der Schule. Und dort sind wir ganz hart angesprochen worden. Die haben gesagt, sie brauchen hier von niemandem Hilfe zu erwarten. So, und dann kamen wir mit dem, wieder ein Viehwagen verladen, alles, kamen wir nach Aue. Naja, und da haben sie schon ausgeladen, standen schon jede Familie mit ein bisschen Zeit dort. Und da ist mein Vater zu den Männern gegangen und hat gesagt, ihr Männer, wo ist immer drauf? Wir sind vom Dorf und wir wollen wieder aufs Dorf. Schafft uns bitte aufs Dorf. Und da sind wir hier nach Aue gekommen. Fliegerabsturz, das war also am 6. April des Jahres 1945. Ein Chronist in Lösnitz hat das mal in dem Zusammenhang gelistet. Wenn nämlich die Flugzeuge, die Amerikaner, irgendwo drüber flogen, dann heulte die Sirene. Und dann hieß das also nicht, es heulte die Sirene, sondern das bedeutete also alles, was in jedem Haus wohnt, von Säugling bis zum Opa, anziehen. Und jeder hatte so ein Köfferchen, runter im Keller. Also es war an allen Orten so. Wenn die Sirene heulte, sofort alles stehen und liegen lassen in den Keller. Da wollte man also, wenn da eine Bombe runterfällt, uns schützen in dem Keller. 75 Mal zusammenpacken im Keller, warten, was passiert. Dann kam die Sirene wieder, Entwarnung, haben wir dann gesagt, konnten wir wieder hoch. Aber natürlich auch nachts. Und dann an diesem 6. April, vormittags halb 11, da gab es also, wir waren im Keller, es hatte ja Fliegeralarm gegeben, einen Riesenknall, wie gesagt, ich wohnte auf der Bergstraße, wisst ihr, wo es ist, ne? Und in Dreihansen, also praktisch über Berg, da knallte das Flugzeug runter. Hatte wahrscheinlich noch eine Bombe an Bord. Jedenfalls gab es einen Granatrichter, das und das ganze bisschen Fabrik, was dort war, flog in die Luft, es brannte hier und da. Und es gibt Berichte da von zuständigen Leuten, die das also dann auch analysiert haben. Und die meinen also, wahrscheinlich sind also zwei Flugzeuge einmal gar nicht abgeschossen worden, sondern so, die flogen ja unwahrscheinlich dicht beieinander, sich berührt haben und dadurch zum Absturz gekommen sind. Haben Sie ein besonderes Erlebnis mit Waffen gehabt? Ja, da waren wir noch zu Hause in dem Roselmann-Gut. Wir waren ca. 25 Mann in einer Stube, es war wie ein großer Saal, ne? Und dann ging das Gepolter los auf der Treppe und hört man in der Nachbarstube Schuss und ein Aufschrei. Und der Mann war sofort tot. Da war nicht Soldat, weil der immer krank war. Dann kam sie rum in unsere Stube. Da saß dort auf ein junger Mann, der war bei den Bauern Schweizer. Und da fiel ihn nieder und dann kam das Blut wie so Springbrunnen aus der Stirn. Der lag dort. Aber der hat noch 8 Tage gelebt.
dann kommen sie rüber in unsere Reihe und haben geschossen. Und jedenfalls, wir standen da alle in Angstschockzustand. Meine kleine Schwester, die ist es so neben mir, die ist bald vor Angst in mich hineingekrochen. Und der Gott hat da hier neben mir so ist, da ging auf die Knie. Und da hat er sich noch so gut rumgedreht und das haben die gesehen. Oh, blick. Komm, die zwei Männer und haben auf eine Neige geschossen. Die Mutter und die Großmutter standen händeringend daneben. Und dann ging's los. Pistole auf der Brust. Bei mir wurden sie wieder zuerst. Komm, mein Linker. Und in dem Moment ist mir wieder Blitz zurückgefahren. Ich gucke nur noch der Blut. Ich habe ein gelochen Bein. Wusste aber nicht, damals, jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich die erste Kugel abgekriegt habe. Das habe ich Jahre nicht gewusst. Und die Kugel, die hat mir dann der Dr. Kreter in Lesnitz ausgeschnitten, aus dem Fußgelenk. Mein Bruder war also knapp 4 Jahre jünger als ich. Und da hat nach dem Krieg, haben die Jungs im Wald Waffen aufgehoben. Die Soldaten, die durchgezogen sind, durch die Wälder von der Tschechei her, nach Bayern zu wollten die. Die haben dann ihre Waffen im Wald weggeworfen. Und die Jungs in dem Alter, 11, 12 Jahre, die waren begeistert für Waffen und sind dann in den Wald gegangen. Das hat keiner von uns gewusst, auch meine Eltern nicht. Und haben dort Waffen aufgehoben. Und haben dann wahrscheinlich auch probiert, wie man damit umgeht. Und mein Bruder hat sich dann erschossen mit so einer Pistole. Und das war ganz schlimm. Also das wünschte ich niemandem. Haben Sie Juden in der Kriegszeit kennengelernt? Eigentlich mehr in der Vorkriegszeit. Und zwar bei meinen Großeltern in Johanngeorgenstadt. Mein Vater stammte aus Johanngeorgenstadt und meine Mutter aus Breitenbrunn. Und ich war dann auch oft in Johanngeorgenstadt bei den Großeltern zu Besuch. Und in deren Haus wohnte ein junges Ehepaar. Und die Frau war eine Jüdin, aber das wusste, das hat auch niemand interessiert damals, als ich die kennenlernte. Es war eine ganz feine, liebenswürdige Frau, eine große, schlanke, dunkelhaarige, hatte damals so einen modernen Haarschnitt, es war damals noch gar nicht so modern, aber so dunkle Haare und so kurz geschnitten und war eine ganz liebe Frau und ich war sehr gerne bei ihnen und habe dort, also auch als kleines Kind gespielt bei ihnen und bin dort sehr liebevoll aufgenommen worden und ich erinnere mich noch, die hatten so ein ganz modernes Schlafzimmer. So eins hatten meine Eltern nicht. Und im Schlafzimmer war da so eine Konsole mit einem Spiegel und da stand ein Fläschchen mit einem Ballon, mit einem Ball dran. Hatte ich noch nie gesehen. Und dann habe ich nur neugierig geguckt und da sagte dieses junge Ehepaar hieß Luft, also Familie Luft. Da sagte die Frau Luft, du darfst mal probieren und musst du mal drücken. Und dann kam auf einmal ein Schwall wundervoller Düfte heraus. Es war für mich also märchenhaft und schön. Und ich suche heute noch diesen Duft. Ich tue immer in den Drogerien, probiere ich immer mal bei den Flaschen, wisst ihr? Das sind doch so Probeflaschen. Und dann probiere ich immer mal, denke ich, ob das wohl jetzt so riecht. Also das war eine ganz liebe Frau. Ihr Mann war Arier und sie war Jüdin. Und die wohnten also ungefähr bis 1938 bei meinen Großeltern. Und dann hatten die wahrscheinlich schon irgendwie mitgekriegt, ja, wir anderen haben das noch nicht kapiert. Die hatten wahrscheinlich mitgekriegt, dass die Juden bestimmte Verbote hatten. Die durften ja dann nicht mehr ins Kino oder sind manchmal nicht auf Parkplätzen sitzen, hatten da Verbote und durften auch dann nicht mehr in die Schule, die Kinder mussten dann in andere Schulen oder gar nicht, hatten gar keinen Unterricht. Aber jedenfalls hatten die das wahrscheinlich geahnt oder mitgekriegt und waren dann nach Karlsbad gezogen. Generell erstmal, dass Juden, wenn schon die Rede mal darauf kam, also etwas waren, was verachtenswert, böse, hinterhältig, schlecht war. Also das haben wir auch immer wieder gesagt bekommen.
Und Juden waren, damals ging auch schon immer, wurden auch Juden sehr diskriminiert. Ich weiß noch, dass in Breitenbrunn, da war ich noch kleiner, da war am Rathaus, also am Gemeindehaus, ein großer Schaukasten und in dem war eine Zeitung, der Völkische Beobachter, glaube ich, hieß diese Zeitung. Und da waren dann Karikaturen von Juden, aber ganz hässliche Karikaturen. Wisst ihr, solche Fratzen irgendwie. Um irgend zu zeigen, so sehen die Juden aus. Das stimmte aber gar nicht. Ich kannte ja diese schöne junge Frau und wusste ja, und ich habe immer gedacht, warum macht man solche hässlichen Bilder von Menschen? Aber wir hatten einen Juden, Josef, der hatte ein kleines Ladengeschäft mit Herrenkonfektion. Und ich habe dann so mitgekriegt, also da mag ich in die Schule gekommen sein, aber auch noch davor, dass zu Hause immer mal der Name Josef auftauchte. Und es wurde eigentlich sehr behutsam oder, um den großen Hintergrund zu zeigen, geredet, ja, das ist doch in Ordnung. Nach Kriegsende, die Juden sind ja zum Teil alle umgebracht worden. Aber Einzelne sind in den KZs doch übrig geblieben, haben das überlebt. Und das war eigenartig. Da stand plötzlich dort Möbelwagen. Und da hat mein Vater gedacht, was ist denn hier los? Und hat nun geguckt. Und da hat er die Familie Luft erkannt. Stellt euch vor, das Ehepaar Luft mit ihrem kleinen Sohn, mit der Schwiegermutter und dann war noch ein Ehepaar dabei. Und da hat er dann erfahren, der Herr Luft und auch dieser andere Mann, die waren zusammen im KZ gewesen und hatten das überlebt, konnten zurück. Und die Frau, die eigentlich die Jüdin war, die brauchte nicht ins KZ, weil ihr Mann für sie ins KZ gegangen ist. Und da hat mein Vater dann gesagt, ja, wie kommen Sie jetzt hier rüber? Ja, wir wollen jetzt in Johanngeorgenstadt versuchen, eine Wohnung zu finden. Da waren sie also erst bei den Großeltern im Haus und dann wieder bei uns im Haus, dieses Ehepaar. Diesmal mit dem kleinen Peter. Und das war für mich eigentlich eine sehr schöne Zeit. Ich war sehr viel dort bei der Frau Luft. Die hat dann immer so schöne Sachen gekocht. So israelische Rezepte hatte sie und so koschere Gerichte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das sind so ganz bestimmte Sachen, die man nicht verwenden darf. Und also bestimmte Rezepte. Und dann durfte ich immer kosten. Und wir haben uns oft unterhalten. Und einmal war ich bei ihr und da hatte sie ihr Fotoalbum dort. Und viele schöne alte Bilder. Damals gab es ja noch nicht so viele Fotos. Nicht wie heute, ne, mit dem Handy, dass man überall knipst. Und da hat man sich überlegt, ob man fotografiert, weil jedes Bild auch teuer war, das dann entwickelt wurde. Also die Frau Luft hatte dort Bilder von ihrer Jugendzeit. Und da war sie auch schon mit kurzen Haaren und mit ihren Freundinnen und Cousins und Cousinen fotografiert, wie sie Fasching gefeiert haben. In Asch war das. Sie stammte aus Asch. Eine Stadt von Bayern kann man nach Asch sehr schnell kommen. Und da zeigte sie mir die Bilder und dann sagte sie zu mir, ach und auch ihre Eltern, das Bild ihrer Eltern und Großeltern. Und dann sagte sie, aber Inge, siehst du, und die sind alle im KZ umgebracht worden. Und da ist mir das erste Mal, habe ich kapiert, was das bedeutet. Stellt euch mal vor, eure Familie, eure Cousins und Cousinen, mit denen ihr fröhlich wart, Feste gefeiert habt. Und dann auf einmal sind die alle auf grausamste Weise umgebracht worden. Und ich weiß noch, ich saß dort, ich war dann wie erschlagen. Und ich dachte, gibt es denn sowas, dass man solche schönen, feinen Menschen umbringt? Wie sind Sie denn in Lößnitz oder auf Halter aufgenommen worden? Ich würde sagen, sehr gut. Sehr gut. Vor allen Dingen die Familie Albrecht, die Albrecht-Elsa, die war so gut mit meiner Mutter.
Die hat ja ganz viel geschenkt und gegeben, ne? Du immer, Anna von Streichwald, die hat uns an dippenden Zeug gebracht. Alle haben uns was gegeben, weil wir ja nichts mehr hatten, ne? Aber die Familie Albrecht muss ich ganz hoch halten. Die hat in jeder Beziehung meine Mutter unterstützt und geholfen, ne? Naja, und dann habe ich mich hier eingelebt. Hab auch, und hier ist mein Mann, den habe ich geheiratet. Wir waren fast 60, über 60 Jahre zusammen. Und dann ist er schon im Februar, 5 Jahre, dass er gestorben ist. Und ich habe mich hier sehr gut eingelebt. Ich fühle mich wieder zu Hause. Ne? Gibt es was, was Sie den Leuten mitgeben wollen, die heute nicht mehr in der Kriegszeit leben? Ja, also ich würde so bloß gut, dass ihr das nicht erlebt habt und vielleicht hoffe auch, dass ihr es nicht erleben müsst, dass ihr sowas nicht durchmachen müsst, wie wir durchhaben. Ne? Und wenn man nämlich die Heimat verlassen muss, das ist auch nicht so einfach. Ne? Wir jungen Mädels, wir sind damals alle noch auf den Friedhof gegangen und haben Abschied genommen von unseren Toten. Ne? Aber man muss auch respektvoll und achtungsvoll mit den anderen umgehen. Ich glaube, das ist im Kleinen so wie im Großen. Ich glaube, uns in der Familie muss das sein und in unserer Stadt und in unserem Land und in der Welt überhaupt. Ich wünsche euch Gottes Segen von ganzem Herzen, jedem einzelnen, ihrer Einzelnen, auf dem Weg, den ihr begonnen habt. Es ist wirklich ein ganz großes Geschenk. Ich bin auch so dankbar, dass meine Kinder keinen Krieg erleben mussten und hoffe, dass ihr im Frieden weiterleben könnt. Und ich habe hier, das habe ich neulich geschickt gekriegt, tragt in die Welt ein Licht.